So, wollen wir uns mal heute wieder mal anschneiden hier, weil wer reich ist, der will natürlich länger leben. Ne? Nicht so ein Penner, der sich nicht anschneidet. Ich bin auch angeschnallt. Du bist auch angeschnallt? Ja. Also super, weil ich brauch dich ja noch. Ein bisschen meine Hauptschlampe hier. Ja. Ich bin sehr... Was ist mit dem Spiegel hier los? Ah. Ich werde an die Karriere gewöhnen. Ey. Ich kann immer noch nicht reden, ey, weil mein ganzes Maul von dieser scheiß Zigarre irgendwie... Das nächste Mal besorge ich bessere. Ich hab irgendwie keinen Bock auf... Oh, die scheiß Sonne, ey. Kannst du die mal ausknipsen? Entschuldigung, das ist ihre Schönheit. Die blendet. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist irgendwie so ein Spiegel, der da oben befestigt ist. Und der gerade meine unendliche Schönheit reflektiert. Ja, sind wirklich wunderschön, Boss. Boah, der Geschmack ist ja so abartig. So, ich habe überlegt, ich habe keinen Bock auf die verdammten Casinos. Weil die sind eh alle in Russenhand. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese ganzen Schießereien und Messerstechereien und Granaten und Bomben und Brandanschläge. Und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf auf die Scheiße. Das kann ich verstehen. Ich habe mir so überlegt im Knast, weißt du, im Knast, die haben ja eh die Finger von mir gelassen, weil die wussten, wer ich bin. Ja. Die haben ja, zum Glück. Wussten, wer ich bin. Ja, die wussten, ich bin unantastbar und so. Und aber als sie mich dann unter der Dusche mal gesehen haben, also unter meiner Privatdusche, haben die mal da so reingestellt und haben dann mein Gerät gesehen, ja. Ja, das kenn ich. Und die hatten dann, du, denkst du, einer wollte mich dann noch anfassen? Nein, die hatten alle Angst. Ja, die hatten alle Angst vor meinem Teil da unten. Ist ja wie bei mir, ich habe auch immer Angst. Die hatten mich eh in Ruhe gelassen. Die haben gesagt, ja, und ja, wie geht's Ihnen, Boss? Und alles schön, haben sie genug Kaviar, haben sie genug Champagner. Ey, die waren furchtbar freundlich. Ja. Die haben mir alles gegeben, alles, was deren Mütter und Frauen in den Ärschen in den Knast geschmuggelt haben, das war bei mir auf dem Silbertablett. Das ist gut. Ja, die hatten echt Schiss, ey. Weißt du, wenn ich das Teil ausgepackt hätte und einmal auf den Tisch gekloppt hätte, wäre der Tisch kaputt. Der wäre kaputt gegangen. Das glaube ich, Boss. Was meinst du, wenn der Tisch schon kaputt geht, ja. wie deren Ärsche ausgesehen hätten? Oh. Aber ich bin ja zum Glück nicht schwul, so wie viele andere Typen hier in der Stadt. Und warte mal. Nicht für eine alte Schrottkarre. Ich glaube, das war ein Mercedes, aber ein ganz alter Boss. Ja, alter Auto, so Auto älter als ein, zwei Jahre. Pff, ja. Hab's vergessen. Ich stehe so auf Neuwagengeruch, weißt du? Okay. Ich mag es, wenn Autos so schön neu riechen. Ja. Ja, so alte Autos, so die ist gar nicht mehr bei. Neu riechen und ein bisschen so nach Muschi riechen. Das aber riecht, da muss ich mich dann mal selber drum kümmern. So, pass auf, nee, ich habe mir überlegt, da ich ja diese gewissen Vorzüge habe untenrum, nicht filmen jetzt hier bitte, weil ich möchte nicht, dass der Speicher so schnell vollgeht. So, ich werde Pornodarsteller. Ich werde Pornodarsteller, habe ich mir überlegt. Ja. Ja, warum denn nicht? Was hältst du denn davon, Schlampe? Oh, ich glaube, das ist mit dem Gerät eine sehr gute Idee, Boss. Finde ich doch auch, oder? Das ist sehr... Ich meine, wenn man schon dieses Talent hat, ja. Dieses unfassbare Talent und diese Ausstattung, ja. Und auch diese Ausstrahlung, Boss. Ja, ich komme ja nicht aus Tschernobyl, Ausstrahlung habe ich, ja klar. Oh. Aber man könnte eigentlich schon, Boss, doch meinen, dass ich aus Tschernobyl komme wegen meines Geräts. Ja, ja? Boss, so meinte ich das, Boss. Wiederum hast du auch recht, du bist eigentlich gar nicht mal so unintelligent. Bin ich eine schlaue Schlampe, Boss? Du bist die allerschlaueste Drecksnutte, die ich kenne. Danke, und, Boss. Ja, ich will Pornos drehen, glaube ich. Weil die meisten Frauen, weißt du, vergöttern meinen Schwanz eh und meine multiplen Orgasmus-Erzeugerfähigkeiten. Ja. Und du weißt, wovon ich spreche. Ja, Boss. Ja, du weißt, wovon ich spreche. Ja, Boss. Ja, und mir wird ganz warm, Boss. Ich hab mir überlegt, wie nenne ich mich denn? Wie wär's mit Boss? Boss? Ja, Boss auf jeden Fall. Ja, ich bin ja der Boss. Und guck mal, hier auf dicke Hose noch mit seinem Smarty. Hab ich nicht gesehen. So. Smart ist doof, Boss. Boss auf jeden Fall. So, ich dachte mir so, als Vornamen Bang. Boss! Bang, Boss. Weil Bang so von Knarre AK-47, bam, bam, weißt du? Ja. Bang steht auch für die Lattenroste, weißt du? Weil wenn ich zustoße, ja, dann bricht jeder Lattenrost. Oh. Ja, dann bricht jeder Lattenrost. Sie sind so schlau, ich Boss. Ich bin schlau, ne? Ich habe immer dieses Geräusch noch im Ohr von diesem Bang, weißt du, wenn ich so einmal so richtig zustoße und die Betten brechen, die Lattenroste wegbrechen, das steht einfach so. Und das Bang steht natürlich auch für die ganzen eng gebauten Frauen. Ja. Da kann es dann auch schon mal passieren, dass das da unten dann Bang macht, wenn ich dann da so rein... Boss, sie sind nicht nur wunderschön, sondern auch noch so intelligent. Also mir hat mal so eine
so ein Mädel, mit der ich einmal was hatte, die war danach beim Frauenarzt. Und der Frauenarzt meinte zu ihr, sag mal, Mädel, kann es sein, dass ein Asteroid in deine Muschi unten reingeschlagen ist? Ja, das kann ich nachvollziehen bei dem Teil. Ja, ne? Ich find's auch immer unfassbar, was die mir dann immer erzählen. Boss, ich werde sehr gerne helfen. Ich stehe auch eigentlich, also es ist ja auch immer so eine Gratwanderung bei mir, wenn ich mit Frauen Sex hab. Es könnte auch leicht sein, dass sie mich anzeigen, weißt du, wegen Körperverletzung. Oh. Und deshalb nehme ich auch gerne mal so Drillingsmütter oder so. Also natürlich nicht per Kaiserschnitt, sondern per natürlicher Geburt. Ja. Weil die haben dann weniger Schmerzen. Ja. Aber in den Filmen möchte ich natürlich auch echte Teens haben, am besten noch Jungfrauen. Was hältst du denn davon? Ich finde die Idee gut. Ich werde sie unterstützen, Boss, wo ich kann. Ja? Ja. Du musst mir ein paar Mädels klar machen, ne? Ja. Aber Jungfrauen? Ja. Hauptsache zumindest, jung? Zumindest eine Öffnung sollte jungfräulich sein, okay. Oder? Weil ich bin ja immer noch der Boss und ich möchte nicht so eine abgelutschten alten Eulen haben, ne? Kein Bock. Ja, und nicht älter als 18. Ja, nicht älter als 18. Was rufen auch, die denn? Ja, Boss, also ich werde mich drum 18 kümmern. Ist das Höchstalter. Okay, Boss. Also 18 Jahre und ein Tag wäre schon ganz okay, ne? Ja, Boss, ich werde gleich recherchieren. Hat der mich gerade eben angerufen eigentlich? Ich weiß nicht, Boss. Schmeckt dir mal das Nummernschild? Ja, Boss. Ja, der kommt auf die Liste, okay? Ist gespeichert, Boss. Gut, mach mal jetzt Kamera aus, der kommt auf die Liste. Ich muss gerade mal jemanden anrufen, okay? Ja.